sind und so. Findet mein Dad, wir zwei sollten aufeinander aufpassen, weißt du? Ja, wieso nicht? Kannst du das nächste Mal da sein, bevor sie mich aufs Klo schleifen? Geht klar. Sieht gut aus. Wer ist das? Oh, Nicole. Ja, läuft was zwischen euch? Nein, nein, sie ist die Chef-Cheerleaderin. Die wird nie was mit mir anfangen. Weißt du, Alex, als ich deiner Mutter begegnet bin, war ich so nervös. Du kennst meine Mutter? Was? Meine Mutter. Ja. Du hast gerade gesagt, als ich deiner Mutter begegnet bin, war ich so nervös. Ja. Ist ja verrückt. Ist deine Mutter heiß? Alter, was? Was soll ich dazu sagen? Mann, Scherz. Alter. Stan. Ich hasse den Kerl. Ja. Was denn? Frischling. Ist das der dich ans Klo geklebt hat? Ja. Gestern hat er mich zu Hause in die Waschmaschine gesteckt. Was wollte der Arsch bei dir zu Hause? Maggie, das ist Maggies Freund. Maggie hat einen Freund? Tja. Ich bin sehr enttäuscht von deiner Schwester. Er sieht her, du darfst ihm nicht in die Augen sehen. Er ist sehr leicht reizbar und er ist... Du siehst hin. Ja, ich sehe ihn an. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Hey, Wichtellusche. Wenn ich dich in der Kantine sehen wollte, hätte ich dich an die Köchin geklebt. Du kleiner Scheißer. Ich will nicht, dass du so mit ihm sprichst. Ach ja? Und was tust du dagegen? Was ich dagegen tue? Zuallererst rufe ich mal deinen Vater an. Aufgepasst! Gib mir meinen Ball wieder, Pisser. Weißt du, Stan, du tust mir irgendwie leid. Du kennst mich nicht. Oh doch, das tue ich. Und nur zu gut. Du bist der Chef, Kapitän des Basketballteams, gehst mit den hübschen Mädchen aus. Die Highschool ist dein Königreich. Aber Freunde, Stan ist ein Schläger. Und wieso? Es wäre viel zu einfach zu sagen, Stan macht nur deshalb Jagd auf die Schwachen, weil er ein Arsch ist. Nein, nein, nein. Stan hier ist viel komplizierter gestrickt. Laut führenden Psychologen ist Stan aus einem von drei Gründen ein Schläger. Erstens, unter all dem Macho-Draufgängertum steckt ein unsicheres kleines Mädchen, das wild um sich schlägt, weil es sich endlich outen will. Zweitens, wie bei Höhlenbewohnern, ist Stans Gehirn stark unterentwickelt. Darum kennt Stan keine Selbstbeherrschung, also führt er sich aggressiv auf. Und der dritte Grund... Stan hat einen winzigen Pimmel. Tu dir nicht weh, mein Großer.